Herzlich willkommen zum Piraten-Guerilla-Podcast-Livestream von Seom im Zeichen des Guten. Heute mit dem Thema Entschleunigung. Und aus genau diesem Grund erscheint jene Folge einen Tag später als sonst. Ich muss ja auch meinem Namen der Folge alle Ehre machen und mir ein klein wenig Pause und Ruhe gönnen. Das Thema ist für mich super wichtig, weil wir jetzt gerade, als wir auf Tour waren, wieder gemerkt haben, wenn man nonstop on the run ist, nonstop so am Grinden ist, Konzerte, Seminare gibt und ständig von Stadt zu Stadt cruist, es ist wichtig, sich Pausen zu gönnen und es ist so wichtig, sich das immer und immer wieder vor Augen zu führen. Und deshalb diese Folge. Ich habe schöne Zen-Geschichten für dich dabei. Ich habe ganz besondere Erkenntnisse, vor allem aus buddhistischen Ansätzen für dich dabei. Ich habe tolle Vorbilder dabei. Ich habe einen Song für dich. Es werden natürlich Gewinner ausgelost von den letzten wunderschönen Büchern von Mischa Miltenberger und Mandala Büchern. Und du bekommst natürlich ein paar ganz persönliche Geschichten von mir. Und eine kleine Meditation habe ich auch noch am Start. Du siehst also, es wird eine wirklich, wirklich bunte Folge. Wir sind jetzt gerade aktuell aus dem Saarland gekommen. Im Saarland war es wunderschön. Wir hatten dort ein fantastisches Konzert, ein wirklich cooles Seminar mit einer tollen Seminargruppe. Und genau da habe ich mal wieder gemerkt, wie wichtig es für mich ist, mir immer mal wieder Ruhepausen zu gönnen. Wir haben uns ein wirklich schönes Hotel genommen. Wir hatten dort ein großes Fitnesscenter mit dabei und Saunen und Swimmingpools. Ich war jeden Morgen schon schwimmen in der Früh um 7:30 und dann haben wir nach der Meditation ganz schön zusammen gefrühstückt. Und dann habe ich für mich einfach festgelegt, so nach einem Spaziergang oder nach einem Fitnessstudio-Besuch ist es einfach echt schön, sich auch mal bewusst hinzulegen und nichts zu machen. Und meine Gefährtin Johanna, die kann das fantastisch, die macht es so super schön. Und da darf ich immer wieder von ihr lernen. So. Und es war das schöne Bild von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, das sie erwähnte. Und sie sagte, als wir spazieren gingen, wie oft passiert es dir eigentlich, dass du einfach so in der Wiese liegst und in die Wolken schaust mit so einem Grashalm im Mund und an nichts denkst? Und dann musste ich lange überlegen, weil ich meditiere schon und ich visualisiere viel und ich bin natürlich viel in meinen ganzen Projekten und es sieht dann auch oftmals nach Entspannung aus. Also in der Medi bin ich natürlich entspannt, aber so eine bewusste Pause, wo ich wirklich mal nur an einem Baum gelehnt sitze und ins Nichts schaue und nichts denke, das passiert mir extrem selten, weil ich so damit beschäftigt bin, Dinge zu erschaffen und Ideen umzusetzen und Visionen zu kreieren. Und ich liebe das. Ich finde es fantastisch. Ich bin dafür gemacht, das nonstop zu tun. Und dennoch ist es so wichtig, dass wir innehalten und dass wir auch wirklich mal vor uns hin träumen dürfen. Und deshalb ist diese Folge all den Tagträumern und all den Trödlern und all den Innehaltern auf diesem Planeten gewidmet. Und ich will dir einfach ein paar echt schöne Erkenntnisse dazu mit auf den Weg geben. So, das Ganze beginnen wir damit, dass wir jetzt einfach mal ganz, ganz tief in den Bauch atmen. So tief in den Bauch, dass du spürst, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt, wenn du ein- und ausatmest. Und ich weiß, dass viele von uns jetzt denken so, ja, das mache ich doch eh ständig. Und nein, tust du nicht. Ich sage nämlich auch ständig, dass ich das tue. Und sobald ich ein bisschen geforderter als normal bin, merke ich, dass ich schon sehr schnell in die Brustatmung komme. Und als Logopäde und Sprachsprechstimmatemtherapeut weiß ich natürlich, wie wichtig das ist. Und vergesse es trotzdem. Deshalb wird es in dieser Folge öfters mal von mir erwähnt werden. Atme jetzt nochmal tief in den Bauch. Und tief wieder aus. Ja. Das ist gut. Der Punkt ist, dass wir dadurch immer sehr, sehr schnell in unsere Mitte kommen. Allein durch den Atem, allein durch die Bewusstheit des Atems. Und das ist so schön und so wichtig. Mich hat euer Feedback zur letzten Folge zum Thema Dankbarkeit und auch die vorherige Folge zum Thema Sucht echt überwältigt. Es kamen so viele Nachrichten. Und ich wollte nochmal erwähnen, dass der Hauptpunkt, der euch wieder in die Mitte führt, von all den Kommentaren an sich immer wieder in der Natur lag. Also die meisten Menschen, die gesagt haben, dass sie von Süchten nach wie vor heimgesucht werden, sagten, sie finden sich am schnellsten wieder zentriert, wenn sie in der Natur sind, mit ihrem Hund oder einfach so spazieren gehen. Und dass sie auch, wenn es um Dankbarkeit geht, am meisten Dankbarkeit in der Natur empfinden können. Und genau hier findest du natürlich auch die beste Möglichkeit für deine Entschleunigung. Geh in die Natur, lass dein Handy zu Hause, sei mal nicht online, die beste Connection ist eh im Wald, nur auf anderer Ebene. Und erlaub dir dann einfach, dort ganz entspannt anzukommen. Und dazu habe ich ein paar wirklich coole Vorbilder. Da gibt es zum einen Pippi Lotta Viktualia Langstrumpf, sie chillt extrem gut, sie macht das sehr, sehr häufig. Balu der Bär, auch ein sehr, sehr guter Chiller, funktioniert wunderbar. Der Brother und Gefährte von Biene Maya, Willi, auch sehr, sehr gut am Chillen. Dann kam noch aus Hamburg, ich habe nämlich in meiner Instagram-Story letzte Woche gefragt, welche Vorbilder ihr so beim Chillen habt. Und dann kam aus Hamburg noch die fantastische Antwort, dass es den
Fauli Schlumpf auch noch gäbe. Der ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz entspannter. Sollte man auf jeden Fall auch nicht vergessen. Und es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Ich bin jetzt momentan deshalb so damit beschäftigt, weil ich in so vielen Projekten steckt. Das bedeutet, mein Album kommt morgen raus. Also wenn du das jetzt nach Donnerstag hören solltest, ist es bereits draußen. Am 20. September ist es erschienen. Und ich habe natürlich den kompletten Versand mit meiner Gefährtin selbst gemanagt. Das heißt, ich habe all die CDs unterschrieben. Wir haben die ganzen Kuverts selber gepackt, haben alles zur Post gebracht. Nebenbei arbeite ich meinen Online-Kurs aus, manage die Tour für 2020. Bin jedes Wochenende in verschiedenen Städten unterwegs, gebe Konzerte, gebe Seminare, nehme Podcasts auf, mach Instagram-Stories und du merkst jetzt schon, wenn ich drüber spreche, da braucht es auf jeden Fall viel Balance und von dieser Balance möchte ich einfach sprechen. Es ist so wichtig, dass wir uns das trauen und wieder erlauben und obwohl wir viel erreichen wollen, immer wieder verstehen dürfen, dass wir gerade durch die Entspannung und durch die Entschleunigung besonders effektiv arbeiten. Deswegen empfehle ich auch jedem immer täglich zu meditieren, weil es so wichtig ist. Durch die tägliche Meditation hast du so viel mehr Balance und so viel mehr Halt und so viel mehr Harmonie in deinem Leben. Und auch wenn du denkst, du hättest diese 10, 20, 30 Minuten morgens nicht, wenn du sie dir gönnst, hast du auf jeden Fall ein paar Stunden extra gewonnen, weil du sowas von entspannt, harmonisch und fokussiert in deinem Alltag bist. Und das ist so wichtig. Schau, ich war gestern zum Beispiel im Tonstudio. Ich habe verschiedenste Songs aufgenommen. Ich mache den Titelsong für den Cosmic Scene Trailer, für das Cosmic Scene Film Festival in München nächstes Jahr. Dann habe ich für Ute Ulrich einen Song aufgenommen. Ute Ulrich ist eine fantastische Sängerin. Sie ist unter anderem bei The Voice gewesen und war im Team der Fantastischen Vier, ist relativ weit gekommen. Und mit ihr zusammen habe ich schon ein paar Bühnenauftritte zusammen absolviert und wir haben uns super gut verstanden. Und jetzt hat sie mich auserwählt, auf ihrem neuen Album bei einem Feature dabei zu sein. Das habe ich gestern auch noch aufgenommen, habe noch einen Livestream auf der Facebook-Seite gemacht und noch ein paar neue Texte geschrieben und all das an einem Tag und habe dann wieder gemerkt, okay, du brauchst diese Pausen zwischendrin, um Tag zu träumen und um zu trödeln. Und dann kommst du viel effektiver voran, wenn du eben vorher meditiert hast und zwischendrin in diesen Pausen bist. Und aus diesem Grund atme nochmal tief in den Bauch. Ich höre nicht auf damit. Und ich habe eine kleine Geschichte für dich, eine Geschichte, mit der ich starten möchte, denn heute soll es viel um buddhistische Ansätze gehen, es soll viel um Zen-Erkenntnisse gehen und dazu eine kleine Geschichte, die dir zeigen soll, wie wichtig es ist, dass wir uns die Pausen gönnen, um noch schneller zum Ziel zu kommen. Ein Schüler geht zu seinem Meister. Er sagt, er wolle unbedingt dessen Kampfkünste lernen und er fragt, wie lange das wohl dauern würde. 10 Jahre, antwortet der Meister. Der ungeduldige Schüler ist nicht zufrieden mit dieser Antwort. Das muss doch schneller gehen, denkt er. Also betont er wolle es wirklich schneller schaffen und er sei bereit, jeden Tag mindestens 15 Stunden hart daran zu arbeiten. Ach was, Tag und Nacht, wenn es sein muss. Wirklich unbedingt wolle er es. Wie lange es denn in diesem Fall nun dauern würde? 20 Jahre, antwortet der Meister. Ich verstehe nicht, Meister, sagt der enttäuschte Schüler, warum es jetzt noch länger dauern soll. Es ist dein übermäßiges Wollen, das dir Kraft entzieht. Und deshalb ist es so wichtig, öfters mal stehen zu bleiben, am Straßenrand auf die Blumen zu achten, sie nicht zu pflücken, sondern sich zu ihr runterzubeugen und einmal dran zu riechen und sich die Schönheit dieser Natur anzuschauen. Apropos Schönheit, wir haben übrigens für euch diese fantastischen Mandala-Bücher von Mandala Karin verlost und am Ende des Podcasts werde ich die 5 Gewinner nennen und die 3 Gewinner, die die Bücher von Mischa Miltenberger gewonnen haben und die werden im Laufe der nächsten Woche an euch geschickt, wenn ihr uns eure Adresse sendet. Es gibt im Zen den schönen Ausspruch, dass du die Wolken nicht fangen kannst. Und so viele Menschen laufen den ganzen Tag umher, um die Wolken zu fangen und es geht vor allem darum, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir jetzt gerade machen und die Wolken nebenbei beobachten, ohne der Absicht, sie fangen zu wollen. Das ist jetzt natürlich sehr poetisch ausgedrückt. Das ist letztendlich der Punkt, dass du den Fokus auf das richtest, was du jetzt gerade machst und wo du jetzt gerade bist.
Und so hat mir meine Gefährtin eine wunderschöne Übung an die Hand gegeben, die ich bei fast jedem Konzert praktizieren darf. Und zwar, wenn wir auf Tour sind und wenn ich unterwegs bin, habe ich meistens so einen kleinen Antreiber in mir, der, wenn wir an der Location ankommen, sofort Soundcheck machen will, alles aufbauen will und sofort das gesamte Konzert vorbereiten will. Und Johanna sagte zu mir, wenn wir ab jetzt ankommen, muss ich als allererstes mal eine kleine Pause machen und einen Tee trinken. Oder ich soll erstmal einen Espresso trinken oder ich soll erstmal einen kleinen Spaziergang machen, aber erstmal bewusst ankommen. Und ich habe dazu eine echt schöne Übung für dich, für zu Hause. Du kannst verschiedene Tore in deinem Herzen errichten. Die Tore des Herzens, die symbolisiert durch die Tore, durch die du in deinem Alltag gehst, stattfinden. Da kannst du zum Beispiel drei Tore in deiner Umwelt nehmen. Zum Beispiel die Haustür als erstes Tor, die Bahntür, falls du mit der Bahn oder dem Bus oder der Straßenbahn irgendwo hinfahren solltest, als zweite Tür, von mir aus auch deine Autotür, und die Tür in deine Arbeitsstelle, wo auch immer sie sein mag, wäre das dritte Tor. Und jedes Tor, das du passierst, führt dich in eine neue Welt. Und das sind diese drei Tore des Herzens, diese drei Herzenswelten. Wenn du zu Hause bist, solltest du auf jeden Fall tiefenentspannt und vollkommen relaxed sein. Wenn du dort aus dem Tor gehst, bereitest du dich langsam darauf vor, in die Tat zu gehen und vielleicht noch aktiver draußen stattzufinden. Vielleicht hast du ja in deinem Job auch noch eine Rolle, die spezieller ist als die deines Familienlebens, die als Partner oder Partnerin oder Mutter oder Vater. Und dann ist es auch sinnvoll, sich darauf bewusst einzulassen, immer wieder tief zu atmen. Und wenn du dein Auto betrittst oder die Bahn betrittst, dann durchquerst du das zweite Tor deines Herzens. Und das nimmst du bewusst wahr und sagst, okay, ich bin jetzt in der zweiten Welt auf dem Weg in meine Arbeitsstätte. Und dann nimmst du hier alles bewusst wahr. Das bedeutet, wenn du gehst, gehst du. Und wenn du stehst, stehst du. Und wenn du isst, dann isst du. Und das hält uns davon ab, dass wir, wenn wir das Haus verlassen haben, sofort dran denken, was wir heute in der Arbeit alles zu erledigen haben, weil da nehmen wir den Weg nicht mehr wahr. Und der Weg ist genauso wichtig. Das Tor des Herzens auf deinem Weg ist genauso wichtig und darf genauso präsent sein wie die Zeit in deiner Arbeitsstätte. Und deshalb ist es so schön, sich diese drei Tore immer zu versinnbildlichen, denn du betrittst sie ja jeden Tag. Wenn du aus der Arbeit wieder rausgehst, dann verlässt du wieder das Tor und dann gehst du wieder bewusst auf den Weg. Und den nimmst du ganz bewusst wahr. Und wenn du den Weg nach Hause gegangen oder gefahren bist, dann betrittst du wieder das Tor deines Herzens nach Hause. Und dort kehrt dann noch tiefere Ruhe ein. Und du verstehst schon, worauf diese Übung hinaus will. Sie will dir zeigen, wie wichtig es ist, immer wieder präsent dort anzukommen, wo du gerade bist und die Wege auch ganz bewusst zu gehen. Und das kannst du auch dadurch tun, dass du dir selbst Geschenke machst. Dass du dir selbst immer und immer wieder kleine Momente, Inseln der Ruhe gönnst, in denen du bewusst Handlungen vollziehst. Wir haben zu Hause beispielsweise immer so einen Espresso-Vollautomaten gehabt und haben den jetzt irgendwann rausgeschmissen und haben uns so eine ganz kleine Machina gekauft. Das ist also so eine kleine klassische Kaffeemaschine, die du so von Hand auffüllst und immer wieder ganz bewusst den Kaffee zubereitest. Und mir hilft es total, denn ich wollte erstens nicht mehr viel Espresso in meinem Leben trinken, also nicht mehr so besonders viel wie sonst, wenn du in Studios arbeitest und viele Songs aufnimmst, passiert es nämlich sehr schnell, dass du in Pausen immer mal wieder einen Espresso trinkst. Und dann habe ich mir überlegt, was könnten wir denn tun, um das ein bisschen zu minimieren, um diese Gewohnheit zu brechen. Und so habe ich mir diese Machina mit Johanna gekauft. Und da machst du halt einfach ganz bewusst langsam Espresso. Das ist wie eine kleine Teezeremonie. Und umso langsamer und umso bewusster ich das mache, umso mehr Freude schenkt es mir auch. Und umso besser schmeckt der Espresso am Ende. Dann habe ich einen wundervollen Entsafter, einen Angel Juicer. Und mit diesem Entsafter mache ich mir jeden Morgen Apfel-Ingwer-Säfte. Und danach wasche ich den. Also ganz bewusst mache ich den sauber und poliere den richtig. Mache den richtig schön sauber, weil das für mich persönlich einfach ein Akt der Achtsamkeit ist. So eine kleine Achtsamkeitsübung, die mich noch mehr in den Moment bringt. Und das mache ich in meinem Garten genauso. Ich habe heute Morgen den Rasen gemäht und ich habe mich gefühlt wie ein Zen-Mönch, der in seinem Kloster gerade irgendwie den Boden rächen möchte. So, ich habe versucht, mit jedem Schritt immer wieder Danke zu sagen und ganz, ganz bewusst in diesem Moment anzukommen. Und ich habe schon festgestellt, mein Garten ist relativ groß und ich habe schon festgestellt, dass bei der Hälfte des Rasens irgendwann so ein Antreiber kam, der sagte, ja, komm schon, wir wollen heute noch einen Podcast aufnehmen und da sind noch viele Bestellungen und ich wollte noch den Text schreiben und dann wieder Stopp zu sagen, Stopp. Ganz ruhig. Und bei jedem Schritt Danke zu sagen, die Luft bewusst zu atmen, die Umgebung bewusst wahrzunehmen und dann weiterzugehen. Und wenn du feststellst, dass deine Gedanken manchmal auf Autopilot immer schneller werden, dann empfehle ich dir wirklich mal bewusst das Wort Stopp auszusprechen. Und was total spannend ist, wenn du mal merkst, dass deine Gedanken sich auch im Negativen verselbstständigen, dann kannst du einen Punkt mit deinen Augen fixieren, Stopp sagen und deine Augen nicht mehr bewegen, sondern einen Punkt ganz klar fixieren und du wirst feststellen, der Fluss deiner Gedanken kommt zum Stillstand.
In dem Moment, in dem du Stopp sagst und einen Punkt festfixierst, stoppen deine Gedanken. Und dann kannst du sie durch einen wunderschönen, positiven Gedanken ersetzen. Und das machen wir in einer späteren Folge. Ich möchte nämlich zum Thema Gedankenhygiene mit dir nochmal eine eigene Folge machen. Wichtig ist an der Stelle vor allem aber zu verstehen, dass du selbst immer wieder in der Hand hast, diese Handbremse zu ziehen und Stopp zu sagen. Und das hat was mit Selbstliebe zu tun. Das bedeutet, dass du dir immer wieder ganz bewusst eine Pause schenkst. Und ich bin Meister darin geworden, Geschenke zu machen. Also mir selbst und auch anderen Menschen Geschenke zu machen. Ich verschenke viele, viele Sachen. Ich verschicke gerne Pakete mit Überraschungen oder Postkarten oder kleine Briefe, bekannt oder unbekannt. Und ich habe mich aber auch zuvor immer selbst beschenkt. Es ist eine wirklich schöne Geschichte, sich selbst immer wieder zu beschenken. So, und als ich noch komplett alleine war, habe ich gemerkt, dass es für mich eine wirklich wichtige Aufgabe ist, mir die Geschenke zu machen, die Zeit zu schenken und die Aufmerksamkeit zu schenken, die ich mir so sehr von meiner Partnerin wünsche. Und so habe ich mir das zur Aufgabe gemacht. Und es ist eine wirklich schöne Geschichte. Der ein oder andere oder die ein oder andere von euch kennen die Story vielleicht schon, aber sie ist wirklich schön, deswegen möchte ich sie gerade nochmal erzählen. Ich habe mir immer wieder kleine Besuche geschenkt. Also ich habe mir eine Jahreskarte für einen botanischen Garten geschenkt. Dann habe ich mir Kinobesuche geschenkt, natürlich mit Jumbo XL Popcornbechern wie ein Fünfjähriger. Dann habe ich mich in Restaurants eingeladen und es ist gar nicht so einfach, wenn du es nicht gewohnt bist, bewusst mit dir selbst Zeit zu verbringen, sich selbst in ein Restaurant einzuladen und bewusst zu essen. Ohne Handy, ohne Ablenkung, sondern einfach nur ganz bewusst für sich selbst zu essen. Und irgendwann habe ich den Vogel dann abgeschossen und habe mich selbst in ein Wellness-Hotel eingeladen. Und in diesem Wellness-Hotel, das war ein 4-Sterne-Plus-Hotel, gab es ein 5-Gang-Candlelight-Dinner. Und es war wirklich crazy, weil als ich diesen Raum betreten habe, mit diesen schönen Kerzen auf den Tischen und den Kronleuchtern über mir, ist mir auf einmal aufgefallen, dass alle Menschen in diesem wunderschönen Restaurant in Gesellschaft sind. Das bedeutet, da waren fast nur Paare. Und ich war der einzige Mensch, der alleine dort saß. Und sofort ist die Stimme in meinem Kopf laut geworden und hat gesagt, ja, schau, die denken jetzt bestimmt alle, dass du verlassen worden bist. Und es ist so spannend, wenn wir feststellen, diese Stimme zu beobachten, dann lernen wir, dass wir das nicht sind. Und dass wir diese Identifikation loslassen können, und zwar ganz bewusst, und uns immer wieder vor Augen führen, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Und das habe ich dann getan. Es hat ein bisschen gedauert, so ein Candlelight-Dinner dauert 3,5 Stunden. Du hast also lange Zeit, dich damit zu beschäftigen, was Menschen denken können, und dann zu beobachten, was es in dir darüber denkt, und dann diese Gedanken auszutauschen. Und ich habe das Ganze relativ unspirituell begonnen. Ich habe dann einfach mal zu meinem Verstand gesagt, ey Mann, das war verdammt teuer, genieß das jetzt wenigstens. Ich hatte damals wirklich kein Geld, ich war wirklich extrem broke und ich habe mir das mit meinem allerletzten Geld und noch mit geliehenem Geld sozusagen ermöglicht, um mir diese Flitterwochen mit mir selbst zu schenken. Und dachte mir, Alter, jetzt sitz hier mal nicht und mach dich wahnsinnig oder lass dich von deinen Gedanken wahnsinnig machen, sondern genieß das jetzt wenigstens. Und das habe ich geübt und nach 3 Tagen hat es gut geklappt. Und da habe ich wieder festgestellt, wenn du es schaffst, mit dir selbst alleine im Moment anzukommen, dann hast du einen riesengroßen Schritt auf diesem Weg geschafft. Und dieser Weg führt dich sowohl zu Erfolg als auch zu deinen Traumpartnern, als auch zu all den Dingen, die du dir von deinem Leben wünschst. Denn es beginnt wirklich bei dir selbst, bei der Liebe und bei der Beziehung zu dir selbst. Und deshalb ist es so wichtig, sich diese Inseln zu kreieren. Und bevor ich jetzt die ganz konkreten, wunderschönen Tipps für dich habe, wie du das Ganze noch effektiver im Alltag umsetzen kannst, habe ich eine kleine Strophe für dich. Eine kleine Strophe aus meinem Album, das am 20.09., also jetzt für dich schon erhältlich ist. Du bekommst es handsigniert. Noch bis zum 1.10. können wir es handsigniert verschicken, weil wir dann in Asien sind. Und dieser Song kriegt den Titel Wundervoll. Und ich schenke dir die 2. Strophe, er ist mit Annika Dietmann gemeinsam komponiert von Jack Center, aufgenommen in München im Mastermix-Studio. Und jetzt lass dich fallen, denn du bist wundervoll und ein Geschenk des Himmels. Ich weiß, dass du schön bist, kannst du es sehen? Du erscheinst wie ein Phönix, dein Glanz ist so schön, unnachahmlich gemalt, fantastisch und gleißend, in magischen Farben, so großartig reizend, so prächtig, hochwertig, vortrefflich und sinnlich, so mächtig, so herrlich, so göttlich. So himmlisch, so kostbar hinreißend, kunstvoll ästhetisch, so unübertroffen, bunt und majestätisch. Eine Blume des Lebens, mit Blüten voll Zauber, aus fließendem Licht und einer blühenden Aura. Du leuchtest von innen und bist grenzenlos schön, so wie jeder Mensch. Mensch, kannst du es sehen? Vielleicht denkst du grad, ich meine nicht dich, doch ich mein genau dich. Ja, du scheinst wie das Licht, ich verneige mich.
Deine Schönheit erstrahlt, das Universum hat dich mit aller Schönheit gemalt. Ich weiß, dass du schön bist, so prächtig und lieblich, so mächtig und friedlich, erkenn dich und sieh dich, du bist wundervoll. Du bist so wundervoll. Ich weiß, dass du schön bist, so prächtig und lieblich, so mächtig und friedlich, erkenn dich und sieh dich, du bist wundervoll. Du bist so wundervoll. Unter über 8 Milliarden Seelen, die einen Körper wählten, gibt es keine so wie dich auf dem Planeten. Nichts in diesem Universum ist gleich, keine Schneeflocke gleich der anderen. Es ist wie ein strahlendes Ballett der Schönheit, welches im Glanz der Einzigartigkeit eines jeden Elementes voller Liebe tanzt. Und du bist Teil davon, einzigartig schön. Ich weiß, dass du schön bist, so prächtig und lieblich, so mächtig und friedlich, erkenn dich und sieh dich, du bist wundervoll. Du bist so wundervoll. Ich weiß, dass du schön bist, so prächtig und lieblich, so mächtig und friedlich, erkenn dich und sieh dich, du bist wundervoll. Du bist so wundervoll. Ich weiß, dass du schön bist, so prächtig und lieblich, so mächtig und friedlich, erkenn dich und sieh dich, du bist wundervoll. Du bist so wundervoll. Ich weiß, dass du schön bist, so prächtig und lieblich, so mächtig und friedlich, erkenn dich und sieh dich, du bist wundervoll. Du bist so wundervoll. Und deshalb ist es so wichtig, sich immer und immer wieder bewusst zu machen, dass man selbst einzigartig ist. Dass du tatsächlich so, wie du bist, formvollendet bist und dass du es deshalb verdient hast, dir großartige Geschenke zu machen. Und Entschleunigung und Ruhephasen sind ein ganz großes Geschenk. In der heutigen Zeit wahrscheinlich eines der allergrößten. Du kannst den Menschen Zeit mit dir schenken und du kannst vor allem auch dir Zeit mit dir schenken. Und schau, ich will dir so ein paar ganz elementare, einfache Gedanken dazu mitgeben. Du kannst zum Beispiel beginnen, am Abend ganz bewusst zu lesen. Ich weiß, dass viele Menschen es ohnehin schon tun, aber ich sage es für all die Leute, die es eben noch nicht machen, die sich vielleicht auf YouTube Sachen anschauen oder auf Netflix oder vielleicht noch zu den wenigen gehören, die einen Fernseher zu Hause haben. Lass es sein. Nimm dir ein Buch, zünde dir eine Kerze an, mach dir, wenn es dann demnächst auch ein bisschen kühler wird, gerne immer wieder einen schönen Tee und setz dich bewusst mit einem guten Buch hin. Ich kann dir meine auf jeden Fall empfehlen, die findest du in meinem Shop. Nein, du kannst dir auf jeden Fall schöne Bücher in der Bibliothek holen, auch in der Stadtbücherei gratis holen, wenn du nicht besonders viel Geld zurzeit hast. So. Und dann hol dir Bücher und verbringe Zeit mit dir. Beginne zu lesen, das entschleunigt definitiv schon mal ganz klar. Dann hör auf die Stimme der Natur. Traue dich immer wieder in die Natur zu gehen und Verbindung mit der Natur aufzunehmen. Wenn du selbst erblühst, wirst du feststellen, dass du auch viel mehr Menschen anziehst, die entspannter, die gelassener und die ruhiger sind. Wenn eine Blume blüht, kommen automatisch Schmetterlinge. Und so ist es bei uns auch. Und dann nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, auf die Stimme der Natur zu hören und nimm dir Zeit für die Dinge, die du jetzt gerade tust. Das bedeutet, wenn du gerade isst, dann erlaube dir langsam zu essen, erlaube dir bewusst zu schmecken. Ich bin mit meinen Eltern über ein Jahrzehnt hinweg immer an einem bestimmten Ort in Italien gewesen und wir haben immer wieder ein Dorf besucht, ein besonders schönes kleines Städtchen und es nennt sich Orvieto. Und in Orvieto wurde der Begriff von Slow Food geprägt. Dort gibt es kein Fast Food, dort gibt es nur Slow Food. Das bedeutet, da kannst du dich ganz bewusst langsam und entspannt hinsetzen und dein Gericht genießen. Und ich finde, dahin dürfen wir wieder zurückgehen, weil es so schön ist, sich immer und immer wieder diese Momente zu erlauben, diese Momente der Ruhe und diese Momente der eigenen Achtsamkeit, um sich zu beschenken. Und ich möchte dich jetzt beschenken, und zwar mit einer kleinen Medi. Es ist eine kleine Meditation, die dir zeigen soll, dass du das Gefühl von Geborgenheit und von innerer Ruhe fast überall immer aktivieren kannst. Und wenn du Lust hast, lade ich dich ein, das ganz bewusst jetzt mit mir zu erleben. Und dazu eine kleine Vorstellungshilfe. Während dieser Meditation kannst du dir vorstellen, und gerade zu Beginn, wenn du reingehst, kannst du dir vorstellen, dass du ganz alleine im Gebirge sitzen würdest. Versuch den Gedanken mal zuzulassen. Wenn du die Augen schließt, nimmst du ja keinen Unterschied. Stell dir vor, du bist ganz alleine mitten in einem riesengroßen Gebirge oder in einer ganz tiefen Schlucht und dort ist niemand. Du bist ganz alleine, von mir aus im Himalaya oder in einem deiner Lieblingsgebirge und du bist vollkommen im Einklang mit der Natur und mit deiner eigenen Stille. Und jetzt atme noch einmal tief in deinen Bauch.
und schließe deine Augen. Setze dich aufrecht hin und beobachte, wie dein Atem fließt. Du atmest ein, deine Bauchdecke wölbt sich nach außen. Du atmest aus und deine Bauchdecke bewegt sich nach innen. Dieser Fluss geschieht von ganz allein. Das Leben atmet durch dich. Du musst nichts tun. Und du spürst mit jedem Atemzug, wie du immer tiefer in deine Unterlage sinkst und sich all deine Muskelgruppen mehr und mehr entspannen. Mit jedem Atemzug entsteht mehr Ruhe. Und du spürst, wie der Ballast des Alltags von dir abfällt. Du atmest ein, Ruhe kehrt ein. Du atmest aus und sinkst tiefer in deine Klarheit und deine Entschleunigung. Nun möchte ich, dass du dir ein Wort vorstellst. Sprich es tonlos in deinen Gedanken aus. Geborgenheit. 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 Sprich das Wort ganz langsam in deinem Geiste tonlos aus. Geborgenheit. Und nun stelle dir vor deinem inneren Auge vor, wie man das Wort schreibt. Schreibe es ganz langsam auf der Tafel deines Geistes aus. Geborgenheit. Und während du dich mit dem Wort verbindest, spürst du die Qualitäten, die damit verbunden sind. In dir selbst spürst du immer tiefgreifendere Ruhe. Du fühlst dich wie auf einer Wolke gebettet. Von dem Gefühl wärmender Geborgenheit umhüllt. Mit jedem Atemzug sinkst du tiefer in jenes Gefühl. Die Geborgenheit umgibt dich komplett, den gesamten Raum, in dem du dich befindest. In jeder deiner Zellen spürst du, wie sich der Druck verringert, die Last abfällt und du dich wie in dem liebenden Schoß einer Mutter entspannen und fallen lassen kannst. Du bist geborgen. Du bist beschützt. Du bist behütet. Mit jedem Atemzug sinkst du tiefer und fühlst die Wärme. Du fühlst, dass alles gut ist. Dein Herz schlägt entspannt und weich. Es gibt nichts zu tun. Das wärmende Gefühl der Geborgenheit dehnt sich nun weiter aus, über deinen Raum hinaus. Über all die Grenzen deines Verstandes hinaus. Du sinkst tiefer und tiefer in deine ureigene Geborgenheit. Ganz allmählich spürst du wieder den Untergrund, auf dem du sitzt. Du atmest tief in den Bauch. Und du spürst wieder, wie sich deine Bauchdecke nach außen und nach innen bewegt. Ganz langsam spürst du die Frische, die dich umgibt, die Klarheit in deinem Geist. Du bewegst kaum merklich, ganz leicht deine Fingerspitzen und deine Zehenspitzen
du regelst und du streckst dich. Du darfst gähnen und seufzen. All die Geräusche, die gemacht werden wollen, kommen nun aus dir heraus. Und im für dich richtigen Augenblick öffnest du die Augen und bist vollkommen präsent im Hier und im Jetzt. Hast du gespürt, wie schnell du dich in das Gefühl von Geborgenheit versetzen kannst? Das ist der ultimative Beweis für deine Schöpferkraft. Du bist Schöpferin und Schöpfer deiner Gefühlszustände und du kannst sie ganz bewusst beeinflussen, erzeugen und hervorrufen. Und das kannst du in deinem Alltag auch. Mit dieser klitzekleinen Übung kannst du dich jeden Tag immer präsenter mit deiner Geborgenheit und mit deinem Gefühl von Schutz, mit dem Gefühl, behütet zu sein, verbinden. Und du kannst diese Übung mit ein klein wenig Training in deinem Auto, wenn du im Stau bist, an deiner Kasse im Stehen, an einem Supermarkt mit jedem Atemzug aktivieren. Du kannst jenes Training immer wieder liebevoll aufgreifen und dich mit dem Gefühl von Verbundenheit, von Geborgenheit und von innerer Ruhe connecten. Und es geschieht erstaunlicherweise besonders leicht, wenn du tief in den Bauch atmest und es dir mit einem Wort verknüpfst. Wenn du das Wort Geborgenheit in so einer Meditation immer öfters einsetzt und dir bewusst machst, dass du diesen Gefühlszustand ganz aktiv beeinflussen und hervorrufen kannst, lässt er sich tatsächlich auch in hektischen Alltagssituationen ganz bewusst in dir selbst etablieren und manifestieren. Und ich lade dich wie immer ein, es auszuprobieren. Probier es einfach aus und es ist wunderschön. Du wirst merken, dass es dir sehr viel Halt gibt. Dazu habe ich noch eine wirklich schöne Affirmation. Sie ist von einem meiner Lehrer, Dr. Joseph Murphy, und sie hängt in meinem eigenen Studio. Sie erinnert mich immer wieder, wenn ich zwischen 200 E-Mails hin und her switche, daran, dass ich tief atmen darf und in mir selbst die Ruhe finde. Und ich lade dich ein, sie jetzt gemeinsam mit mir zu genießen. Tief im innersten Mittelpunkt meines Wesens befindet sich ein ozeantiefes, stilles Kraftreservoir, aus dem ich meine unerschütterliche Ruhe schöpfe. Also lass uns tief atmen und die Ruhe aus dem unendlichen Reservoir unseres Inneren schöpfen. Sie ist immer da. Es ist genau wie die Stille. Sie ist immer für dich zur Verfügung und wenn du sie aktivieren möchtest, wird sie immer für dich da sein. Ich habe von euch übrigens wunderschöne Geschichten zu tollen Fügungen bekommen. Eine ganz kurze Geschichte von Michaela will ich kurz mit euch teilen. Michaela hat mich auf meinem Konzert in Gütersloh besucht und hat mir danach eine E-Mail geschrieben. Die Anreise waren ungefähr 200 Kilometer und sie hatten ein Hotel auf der anderen Seite der Stadt gebucht und haben nicht gleich gecheckt, dass der Fußweg relativ weit ist. Sie haben das Konzert sehr genossen und ihnen war aber nicht klar, dass danach kein Bus mehr zurückfuhr. Und deshalb haben sie versucht, per Anhalter von dem Weg der Konzertlocation bis zu ihrem Hotel zu kommen. Und sofort hielt ein junger Mann an. Sie stiegen ein in dem Vertrauen, dass ein Seeum-Konzertbesucher definitiv ein guter Mensch ist, hat Michaela geschrieben. Und der junge Mann, er hieß Mike, falls du das hörst, ganz liebe Grüße an der Stelle, hat sie nicht nur zum Bahnhof gebracht, sondern direkt bis zu deren Hotel. Und er sagte dann, dass er normalerweise keine Anhalter mitnimmt, aber wenn man vorher so viel Liebe und so viel Vertrauen in Liedern repräsentiert bekommen hat, dann kann er ja nicht anders. Und ich fand die Geschichte so schön. Deshalb vielen, vielen Dank, liebe Michaela, weil es zeigt wieder, wie schön wir alle verbunden sind, wenn wir aufeinander Acht geben. Und in der Verbundenheit habe ich auch ein total schönes Geschenk heute bekommen. Es kam tatsächlich heute an und es ist von dem Tsuvuya Flow Verlag. Ich lade euch von Herzen ein, euch das anzuschauen, euch das auch im Internet mal zu geben. Es ist der Maya Tsuvuya Agenda Kalender 2019 in dem Fall. Es ist ein wirklich, wirklich schöner Kalender und es ist ein ganz, ganz toller Begleiter. Ich weiß, dass der mich ab jetzt auf jeden Fall sehr tief inspirieren wird, immer wieder innezuhalten, denn er handelt davon, dass wir wieder die alten Gesetze der Zeit entdecken. Das bedeutet die natürliche Zeit im Gegensatz zur mechanischen Zeit, also Uhren und so weiter. Und die natürliche Zeit findest du natürlich in den Zyklen, in der Natur. Und davon haben die Mayas natürlich einen Haufen Plan gehabt. Und deshalb an der Stelle vielen, vielen Dank für das coole Geschenk. Ich freue mich total drüber, jetzt diesen Kalender jeden Tag aufzuschlagen und zu schauen, was daraus für den heutigen Tag besonders für mich hervorgeht. Und an der Stelle
möchte ich jetzt natürlich die Gewinner und Gewinnerinnen unserer fantastischen Geschenke bekannt geben. Wie ihr wisst, haben wir im Sucht-Podcast 3 Bücher von Misha Miltenberger, Mut ist Angst plus ein Schritt verlost. Und wir haben unter den YouTube-Kommentaren 3 Personen ausgewählt. Ich nenne euch jetzt die YouTube-Namen, also die Namen eurer Kanäle, und ich bitte euch, mir eine E-Mail zu schreiben an info@seom-music.com. Music mit C geschrieben. info@seo-music.com. Der erste Gewinner heißt Olaf und sein YouTube-Kanal lautet Smile Happy. Herzlichen Glückwunsch, Olaf. Der zweite Gewinner heißt Freegal Freedom oder Freegal Freedom, je nachdem, wie du es aussprechen willst. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Und die dritte Gewinnerin vom Buch von Misha Miltenberger lautet Kerstin Semmelmann. Auch dir, liebe Kerstin, herzlichsten Glückwunsch. Schreibt mir eine E-Mail, schickt mir eure Adresse und ihr bekommt die Bücher nächste Woche direkt zu euch nach Hause. Dann haben wir im letzten Podcast, wo es um das Thema Dankbarkeit ging, 5 Mandala-Bücher von Karin Rutenbeck verlost. Und diese 5 Gewinner stehen nun auch fest. Sie wurden gestern Nacht von Annika Dietmann ausgelost. Die erste Gewinnerin heißt Malis Zwanik. Herzlichen Glückwunsch an dich. Schick mir gerne per E-Mail deine Adresse. Die zweite Gewinnerin ist Viviana Miliotti. Das hat mich ganz besonders gefreut, denn sie war bei unserem Konzert und bei unserem Seminar im Saarland. Und auch du hast ein Mandala-Buch gewonnen. Die dritte Person heißt Diesti Eliot. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die vierte Gewinnerin ist Karin Löser. Und die fünfte Gewinnerin lautet Enessa Marie. Ich wünsche euch 5 auch alles, alles Gute und herzlichsten Glückwunsch. Wie gesagt, schickt mir eine E-Mail mit eurer Adresse und ihr bekommt die Bücher nächste Woche zu euch nach Hause geschickt. Ihr könnt euch jetzt natürlich auch noch über meine Homepage das Album ordern, denn wir sind ab 1.10. raus. Zum Thema Entschleunigung wird es dann natürlich auch eine Pause geben. Das bedeutet, ich werde in Asien sein und werde 4 Wochen keine Podcasts und wahrscheinlich auch keine Livestreams für euch bringen, aber danach wieder in voller Kraft und in voller Power wieder für euch am Start sein. Was ich euch noch ganz besonders ans Herz legen möchte, ist mein neuestes Musikvideo. Der Song Berufung hatte in der ursprünglichen Form schon 280.000 Klicks auf YouTube, was für mich eine riesengroße Zahl ist, ein so immenser Erfolg. Man kann sich es gar nicht mehr vorstellen, wie viele Menschen das sind. Und an der Stelle Dankeschön. Und deshalb bekommt ihr auch als erste Videoauskopplung zu meinem Album Smaragde den Song Berufung. Und es folgen natürlich noch weitere Musikvideos für euch. In diesem Sinne, abonniert den YouTube-Kanal Seom Official und drückt die Glocke, weil dann verpasst ihr kein Video mehr. Es kommen auch sehr, sehr coole Konzertvideos von den Festivals der letzten Monate noch raus. Und natürlich erscheinen noch neue Musikvideos. All das bekommt ihr in den nächsten Wochen von uns auf jeden Fall noch zu hören. Auch aus Thailand kommen noch ein paar Videos raus. Ein paar schöne Impressionen auf Instagram, wenn ihr mir da folgt, unter seom.music, könnt ihr ein bisschen dabei sein und seht, was wir so Schönes in Asien erleben. Und ich danke euch an dieser Stelle für euren riesengroßen Support. Danke für die tollen Bewertungen. Wenn du mich weiter supporten willst, gib mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und gerne einen Daumen hoch bei den YouTube-Videos. Teil diesen Podcast einfach, teil die Musikvideos, dann hilfst du mir, die Sache noch größer werden zu lassen. Und ich möchte dir auf jeden Fall alles, was ich zu geben habe, immer möglichst frei, möglichst schnell und natürlich voller Liebe schenken. Und in diesem Sinne, schenke dir viel Zeit, schenke dir viele Ruhepausen, schenke dir viele Tagträumer und trödelnde und innehaltende Momente. Gönn dir schöne Vorbilder wie Pippi Langstrumpf oder Balu den Bären oder Mowgli aus dem Dschungelbuch, der auch immer sehr, sehr entspannt ist. Und lass es dir vor allem gut gehen. Liebe so viel du kannst. In der nächsten Woche hörst du noch einmal eine schöne Podcast-Folge von mir und bis dahin wünsche ich dir eine fantastische Zeit. Stay blessed im Zeichen des Guten.